Max Schopper, kannst du mir erzählen, wo du aufgewachsen bist, wenn du geboren bist, wie so ein dein familiäres Umfeld war, so ein bisschen der Anfang von deinem Leben? Also ich bin 1966 geboren, am 30. August. Und ich bin ein Siegertaler, bin hier geboren, wohne heute noch hier. Allerdings bin ich zu Untersiegertal aufgewachsen und wohne heute in Obersiegertal, im Ortsteil Nussbaumen. Und ja, Siegertal ist eben sehr eine schöne Gegend, finde ich. Siegertal gehört zu der Agglomeration von Baden. Man ist schnell in der Stadt, man kann aber auch schnell ins Grüne raus. Das schätze ich da. Das finde ich sehr spannend, auch, dass man da sich noch kennt. Die Leute kennen sich noch im Siegertal, aber man kann auch in die Stadt, man ist schnell in der Stadt. Es hat auch Kultur in der Gegend. Also das ist eine gute Sache. Und aufgewachsen bin ich in einer Grossfamilie, würde man heute sagen. Das war früher noch anders, aber wir sind eine achtköpfige Familie, in einem Vierzimmerhaus aufgewachsen. Ich habe vier Geschwister. Also ich muss so sagen, vier Schwestern und einen Bruder. Also sechs Kinder sind wir. Und ja, das war ein lebendiger Haushalt. Auch sehr ein politischer Haushalt. Mein Vater war ja schon bereits politisch tätig. Und natürlich war so auch Politik am Familientisch ein Thema, schon daheim. Was hat das bedeutet? Wie hast du das wahrgenommen, die Politik am Mittagstisch? Ja, also ich bin ja der jüngste von diesen sechs Kindern. Mit Abstand der jüngste. Und von dem her habe ich es einfach wahrgenommen, dass man etwa einmal mehr oder weniger heftig auch um das Thema gerungen hat miteinander. Oder dass natürlich auch Besuch kam, der sich austauscht hat mit meinem Vater. Das habe ich immer spannend gefunden. Und habe als Kind nicht immer gerade alles verstanden, aber doch schon einiges mitbekommen und anfangen einordnen. Und ich habe einfach gemerkt, wenn man sich einbringt, wenn man mitdenkt und sich einbringt, dann kann man auch, oder hat man auch die Chance, etwas zu bewegen. Und das habe ich sicher von daheim mitbekommen. Was war denn dein Vater und wo hat er geschafft? Er hat beim Schweizer Radio und Fernsehen geschafft. Er war Radio- und Fernsehelektriker. Später ist er Grossrat geworden. Und nicht lange darauf abend ist er Nationalrat geworden. Er war 18 Jahre im Nationalrat gewesen und hat sich dort auch immer engagiert für angestellte Fragen. Wie ist denn bei dir weitergegangen? Also du bist dann hier im Siegertal in der Schule und danach hast du dann eine Lehre gemacht. Ja, richtig. Ich habe eine Berufslehre gemacht als Maschinenschlosser. 1983, wenn es mir recht ist, hat die Lehre gestartet. Und ich möchte mich noch erinnern, auch da hat mein Vater natürlich mitdiskutiert. Er hat gesagt, du Max, das ist eine gute Sache, wenn du in die BBC gehst, da eine Lehre machst, eine Berufslehre, das ist wie eine Lebensstelle, die BBC. Das tut es mal, in den 80er Jahren hat man noch das, so, das Gefühl gehabt, das sei so. Ich habe die BBC erlebt als geschlossene Stadt in der Stadt quasi. Da hat es noch rundum ein Portierhäuschen und da, wo man heute Kinos hat und so weiter, hat man geschafft, oder? Und das ist schon noch speziell, wenn ich so zurückdenke. Und wenn ich auch vergleiche, was nachher passiert ist über die letzten 30 Jahre, auch am Beispiel von Baden und der BBC, da ist natürlich kein Stein auf dem anderen geblieben. Also da ist ein riesiger Umbruch passiert in der Industrie. Gehen wir vielleicht noch diesen Umbruchstationen an. Finde ich ganz, ganz spannend, wenn du das gerade so erlebt hast. Du sagst, der erste Anfang ist als Maschinenschlosser mit der Lehre. Kannst du erklären, was das so die Lehre bedeutet hat? Also welche Arbeiten noch gemacht hast? Ja. Wie das, was für Maschinen das man hatte? Oder was da für einen technologischen Wandel da du miterlebt hast? Ja, also ich habe wirklich noch eine klassische Maschinenschlosserlehre gelernt. Vier Jahre ist die gegangen. Und da ist Bohren, Fräsen, Drehen, Metallbearbeitung, Fielen,
auf Hundertstel genau, 200stel genau, IPS, Fiel und so weiter. Also alles wirklich noch Handarbeit. Ich habe geschmiedet und habe eigentlich alles, auch die Maschinen, die Drehbank, die Fräsbank, Bohrmaschinen, das ist alles von Händchen eingestellt worden, also von Hand bedient und eingestellt worden. Nicht so, wie man das heute kennt mit CNC-Maschinen und wo man eigentlich den Computer mit den Daten füttert. Das hat man alles damals noch von Hand hergestellt. Und so habe ich eine klassische Metallverarbeitungslehre gemacht mit dem Maschinenschlosser. Und das ist eine interessante Frage, weil ein Jahr, zwei, nachdem ich aus der Lehre gekommen bin, ist das Berufsbild in dieser Art aufgehoben worden. Ist auch nicht mehr zeitgemäss gewesen. Ich habe das im letzten Lehrjahr gemerkt. Oder? Es sind neue Maschinen gekommen, es sind computergestützte Maschinen, haben die Einzug gehalten. Es hat dann auch neue Berufsbilder sind entstanden, Polymechaniker und so weiter, die mehr auf das ausgerichtet gewesen sind. Und darum habe ich mich selber dann auch im letzten Jahr Richtung Elektromechanik interessiert und habe auch nachgefragt. Das ist ja eigentlich noch das Gute gewesen an diesem Grossbetrieb. Es hat verschiedene Bereiche und Abteilungen gegeben. Und das Lehrlingswesen hat so funktioniert, dass man immer ein halbes Jahr in einer anderen Abteilung war. Und man hat auch können beim Lehrlingsbetreuer Wünsche anbringen, wo man jetzt möchte einversetzt werden. Und ich habe dann gewünscht, dass ich Richtung Elektromechanik gehen kann, weil ich gespürt habe, dass das Berufsbild vielleicht nicht mehr unbedingt das ist, was die Zukunft bringt. Und ich bin dann in den Senderbau gekommen. Also das heisst, ich habe dann im Bereich, das war der grosse Bereich damals in der BBC, von Radiosender bauen. Dort bin ich dann gekommen. Kurzwellensender haben wir gemacht. Und in diesem Bereich hast du Kontakt bekommen und mit Computern dann und Maschinen? Ja, also eigentlich noch nicht ganz, weil das war dann mehr Montage. Montage und Verdrahtung und Fertigung sind ja dann die computerbasierten Maschinen gekommen. Aber ich habe schon gemerkt, das kommt immer mehr. Und ich habe dann später auch bei der ABB Lokifabrik gearbeitet, also ABB Verkehrssystem. Und bin dann dort Inselleiter oder Teamleiter. Und dort war klar, da brauchst du einen Computer, oder? Und brauchst auch Qualifikation, um den zu bedienen. Und dann bin ich Gewerkschaftsmitglied geworden, schon in der Lehrzeit. Das war für mich klar. Ich habe in der Lehre habe ich irgendwann gemerkt, die Grenzen sind nicht zwischen den Angestellten und den Nationalitäten, sondern die verlaufen zwischen oben und unten. Und Gewerkschaft SMUF war das damals, Schweizerische Metall- und Uhrarbeitnehmerverband, ist dann später in einer Fusion aufgegangen, in der heutigen Gewerkschaft Unia. Er hat mir ein Heim gegeben, wo man so Themen angesprochen hat, gewerkschaftlich. Und ich habe gemerkt, man muss sich engagieren, wenn man die Arbeitswelt will verbessern will. Das war mir wichtig. Und die Gewerkschaft, die hat auch ein Weiterbildungsinstitut betrieben, das machen sie heute noch, das heisst Movendo. Und ich bin dann dort, bei der Gewerkschaft, bin ich dann in den Computerkurs gegangen. Und man hat am Anfang so recht Respekt gehabt vor dem Computer, wo das neu aufgekommen ist. Und hat dann das gelernt, den Umgang damit. Auch die Neugier ist geweckt worden. Und als ich zurückgekommen bin aus dieser Gewerkschaftsschulung, bin ich in ein Geschäft und habe mir den ersten Computer gepostet. Und dann habe ich natürlich auch vieles selbst beigebracht, durch die Neugier, die man hat. Und dann ist das auch eingeflossen in den Arbeitsalltag. Das war ein wichtiger Schritt gewesen, eben weil das so ein Umbruch war. Ende 80er, Anfang 90er Jahre war das wirklich ein gewaltiger Umbruch gewesen. Und ich habe gemerkt, wenn du jetzt da nicht offen zeigst und darauf einlässt, dann schaffst du den Anschluss nicht. Kannst du sagen, dass du Glück hast, dass du so jung warst, um den Turn gerade noch zu schaffen, um das zu realisieren, die Neugier zu haben? Und, Also es ist mir sicher entgegengekommen. Es hat auch ältere Arbeitnehmer gehabt, die Umschulungen gemacht haben, die sich weitergebildet haben. Das waren nicht nur die Jungen gewesen. Aber es ist klar, wenn du so ein bisschen jung trainieren gehst, fällt das sicher auch leichter. Und Neugier ist natürlich da.
Und ich habe das auch spannend gefunden. Ist das für dich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine Frage, aber theoretisch, oder magst du dich erinnern, wie schnell der Wandel gekommen ist mit der Computerisierung, dass das plötzlich vom Einführen zum «Jetzt muss man es können»? Hast du das so etwas gespürt? Ja, ich finde, es ist im Rückblick relativ schnell gegangen. Also der Umbruch in der Industrie ist relativ schnell gekommen, aber auch im privaten Umfeld. Also wir haben früher daheim im Gang aussen ein Telefon an der Wand gehabt mit so einer Wählscheibe und einer Schnur dran. Und da war ein Stühle da und 8 Leute hatten ein Telefon im Gang. Oder? Und heute laufen wir alle mit einem Handy in der Hosentasche rum, wo eigentlich mehr Leistung hat oder mehr kann, wie dort mal die ersten Computer hatten. Also der Wandel, wenn man so schaut, im Rückblick, ist eigentlich recht schnell gekommen und relativ heftig. Also in der Arbeitswelt, aber auch im privaten Umfeld, finde ich, ist schon vieles passiert. Und hast du das Gefühl gehabt, BBC war vorbereitet auf den Wandel? Ist man da fit vor Change oder hat man da ein bisschen in den Ohren gehinkt? Ja, also, wie ich es erlebt habe in der BBC, ich habe ja das Ganze etwa 20 Jahre in der Industrie gearbeitet, von Lehrbeginn über dann nachher als erwerbstätig und später auch damit zu tun gehabt, kommen wir vielleicht noch dazu als Gewerkschaftssekretär. Da ist viel gegangen und vieles hat, kann man sagen, im Rückblick hätte vielleicht schneller gehen müssen. Auf der Arbeitgeberseite, auf der anderen Seite ist es für viele Arbeitnehmer eben schon fast schnell gegangen. Es ist noch, mir dünkt es jetzt noch schwierig. Also natürlich hat die neuen Technologien haben eine neue Chance gegeben. Und es hat Management gegeben, wo das gesehen haben und das gepackt haben. Auch neue Märkte erschlossen haben damit, mit neuen Produkten und andere, die stehen geblieben sind. Das ist sicher auch ein Teil von der Problematik von der Deindustrialisierung, dass man zum Teil auch den Anschluss verpasst hat. Ich finde, BBC jetzt, vor allem nach der Fusion dann zur ABB, hat sich schon geöffnet, auch zu neuen Technologien und neuen Innovationen. Und heute ist die ABB ein Konzern, der da sicher vorne weit dabei ist und den Turnaround geschafft hat. In den 80er, 90er Jahren hat es natürlich wirklich zwei Welten gegeben innerhalb des Betriebs. Also wirklich die ganz klassischen Sachen. Ich meine, ich habe noch von Hand mit den Fielen noch Turbinenschäufele bearbeitet. Das könnte man heute sich gar nicht mehr vorstellen. Wie hast du die Fusion von der BBC mit der ASEA erlebt? Ich war dort direkt betroffen in dieser Fusion. Und es hat eine riesige Verunsicherung ausgelöst. Hier im Raum Baden ist eben die BBC ist so eine Traditionsunternehmung. Oder? Und, es hat, auch im Management hat es noch Chefs gegeben, die selber im Betrieb geschafft haben, sich im wahrsten Sinne vom Wort geschafft haben, wo die Leute noch gekannt haben. Und nachher ist eigentlich mit der Fusion ist so die Globalisierungstendenz gekommen. Oder? Also da hat es plötzlich die ASEA aus Schweden, die BBC aus der Schweiz, das sind die Frage war, wie bringt man die Kulturen zusammen, was erwartet uns, oder? Also viel Unsicherheit. Und vor allem später, als der Barnevik das Ruder übernommen hat, ist natürlich ein brutaler Umbruch gekommen. Also es hat Mitarbeitende gegeben, die haben am gleichen Arbeitsplatz gearbeitet und innerhalb 10 Jahren 2-3 Mal den Firmennamen gewechselt, oder? Also es hat Fusionen gegeben, Verkäufe und wieder Zusammenlegungen und Veräusserungen und immer wieder Restrukturierungen. Und all diese Sachen haben natürlich viel Unsicherheit ausgelöst. Bist du auch selber betroffen gewesen, oder hast du dich aus dem herausnehmen? Oder bist du mit deinem weiteren beruflichen Werdegang gegangen gewesen, nach der Lehre? Ja, ich war jetzt nie von einer direkten Entlassung betroffen gewesen, das nicht. Aber ich habe das erlebt, wie das ist, wenn die Firma wechselt über die Nacht.
Und du bist immer noch am gleichen Arbeitsplatz, aber die Firma heisst plötzlich anders. Das habe ich schon erlebt. Vielleicht ein sehr symptomatisches Beispiel, auch, was passiert ist, dann, das war dann schon in den Nullerjahren, oder? Das ist ja dann eigentlich immer schneller geworden alles. Und es ist auch die Tendenz zur Gewinnmaximierung hat zugenommen, mit der Globalisierung, die zugenommen hat. Und das Musterbeispiel, das ich jetzt erlebt habe, war im Fall von Datrans. Eben die ABB-Verkehrssysteme habe ich geschafft in Zürich-Oerlikon als Inselleiter. Ich habe dort eine Montagegruppe geführt. Und dann hat die ABB mal gefunden, ja, wir haben zwar Plus, aber zu wenig. Oder in der Barnevik-Zeit, alles, was nicht zweistellige Prozentzahl an Gewinn hatte, ist hinterfragt worden. Also heute wären wir froh, man hätte so eine Fabrik, die rendiert. Und wir haben gute Produkte gehabt, gute Zahlen, aber zu wenig rendiert. Und darum hat man dann zuerst ein Joint Venture gemacht mit Daimler Chrysler. Und da haben wir uns schon gefragt, was machen wir jetzt mit dem Autobauer zusammen. Das war uns in der Firma nicht so klar, was genau die Strategie ist. Das hat, dann später hat man dann, das Ganze abgeschoben. Daraus ist die Atrans entstanden. Und das hat dann darin gegipfelt, dass wir einmal das Datum heisst jetzt gerade nicht mehr auswendig. Ich glaube, es war 2001, wenn es mir recht ist, wo wir dann mal zusammengerufen worden sind eines Morgens im Betrieb. Sowohl die Kolleginnen und Kollegen, die in Liestal gearbeitet haben, wie auch die in Zürich-Oerlikon und an den anderen Standorten. Und wir sind mit Bus nach Basel gefahren worden. Und niemand hat so recht gewusst, was ist eigentlich los. Es war eine gespenstige Sache gewesen. Man hat so gerüchteweise gehört, dass etwas in der Luft ist. Ich glaube, Blick war es, es war irgendein Schlagzeilen gewesen, möglicherweise Restrukturierungen bei Datrans und so. Aber so wirklich gewusst haben wir es nicht. Oder einmal nicht alle. Oder? Es wird schon Kader haben, die besser orientiert waren. Und dann sind wir da zusammengekommen in dieser Messe in Basel, in einer Messehalle. Wir sind empfangen worden von uniformierten Sicherheitsleuten, die uns da den Weg zugewiesen haben. Und dann muss man sich vorstellen, das war eine grosse Halle, gestuhlt, mit einer Bühne vorne dran. Und auf dieser Bühne hatte es einen Tisch mit zwei Stühlen. Und so einen Heliumprojektor, damals hatte man noch Heliumprojektor, der so an eine weiße Wand gestrahlt hat und sonst eigentlich nichts. Und dann mussten wir alle einsitzen da, mehrere hundert Angestellte und Arbeiter. Und dann ist hinter dem Vorhang einer vorgekommen. Er hat sich vorgestellt, er sei der Herr Lochmann aus Berlin und hat uns in 3 Minuten erklärt, dass Atrans zum Schluss gekommen ist, dass das Bankgeschäft nicht zu ihrer Kernkompetenz gehöre und dass man jetzt müsste Atrans fit machen zum Verkauf. Und deshalb sind wir zum Schluss gekommen, wir müssen auch in der Schweiz Kapazitäten vernichten. Und Kapazitäten vernichten, mit dem sind wir gemeint gewesen, das vergesse ich nie mehr, den Satz. Das ist wirklich unter die Haut gegangen. Und es sind dann auch tumultartige Szenen entstanden. Die Leute haben ausgerufen, haben geschumpfen, das kann ja nicht sein, oder? Und der Manager hat sich eine längere Zeit genommen, hat dann auf die Uhr geschaut und gefunden, er müsse jetzt weiter. Er ist wieder entschwunden und die Leute sind aufgestanden, haben alle davor laufen zum Teil. Andere haben gar nicht verstanden, was jetzt wirklich passiert ist. Und zwei Manager vom Schweizer Management haben dann auf die Leute eingeredet und probiert, die Situation zu beruhigen und so. Und haben dann ein bisschen hilflos wirkend noch ein paar Sachen erzählt und wir sind dann heimgeschickt worden. Wir waren schon mal Freitag. Wir sind dann heimgeschickt worden nach dieser Orientierung.
Und da sind nachher Telefon heiß gelaufen. Also man hat dort mal eben noch keine Sendung gehabt, aber man hat Telefonlisten gehabt. Wir haben dann so Kettentelefon gemacht und untereinander telefoniert. Und im Laufe vom Sonntag haben wir dann bei uns im Garten haben wir ein Leintuch besprayt mit dem Slogan «Wir kämpfen für unsere Jobs». Also wir haben dann wirklich, es ist eigentlich aus dieser Unfassbarkeit, was jetzt hier passiert gerade, ist eine Wut entstanden und aus der Wut heraus ist das Bedürfnis entstanden, wir machen etwas zusammen. Und wir sind dann wirklich zusammengestanden, über alle Nationalitäten und über alle Hierarchien hinweg. Und am Montag Morgen haben wir abgewacht, dass wir am Nachmittag rauslaufen werden. Und wir haben dann auch die Gewerkschaft informiert. Die Gewerkschaft hat dann in aller Eile so einen Lautsprecherwagen organisiert und hat medienorientiert. Und etwas, was vorher wirklich seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat in der Schweiz, in diesem Ausmass, ist passiert. Wir sind das Rolltor in Schuhe und wir sind hinter dem Transparent. Wir kämpfen für unsere Jobs. Es ist die ganze Belegschaft rausgelaufen auf die Strasse. Und weil wir sind so riskiert gsi, wie das passiert ist, wie respektlos das war. Und das ist auch nicht in der Tradition der Schweizer Sozialpartnerschaft gsi, wenn man sie bis dahin kennt hat. Das war dann eben das neue Gesicht von dieser Globalisierung, oder? Wie das geht. Oder? Und ich glaube, die Manager in Deutschland sind dann auch ein bisschen überrascht gewesen, dass die Belegschaft so heftig reagiert in der Schweiz und raus ist. Es hat auch sehr grosse Medienaufmerksamkeit gegeben. Es war gerade übrigens die Zeit gewesen, wo neue Privatfernseher zugelassen worden sind. Da hat es diverse Sender, die es mittlerweile schon wieder nicht mehr gibt, sind da auf den Markt gekommen. Und das sind wahnsinnig viele Sender kamen. Und das war aber auch eine Chance, die wir gepackt haben. Weil wir haben gemerkt, die Medienschaffenden sind auch überrascht von dieser Entwicklung, dass eine Belegschaft aus einer Traditionsfirma rausgeht, so kämpferisch sich zeigt. Und die wollten Gesichter haben und Geschichten haben zu dem Ganzen. Und das hat dann auch dazu geführt, dass wir offene Mikrofone angetroffen haben, dass wir haben ungefiltert direkt sagen können, was wir halten von dem und wieso dass wir das verrückt finden, dass es nicht gut ist für die Industrie Platz Schweiz. Und das hat eine richtige Solidaritätswelle ausgeübt, auch in der Politik. Wir haben auch Zuschriften bekommen von Leute, die uns geschrieben haben, das ist toll, stehen da an, gut wehren ihr euch. Und das ist doch verrückt. Man muss schon sehen, wir haben ja Locken fabriziert. Die fahren übrigens immer noch rum. Also die rote RE460, die rote Rocky, die haben wir gebaut. Oder auch die rätische Bahn, BLS-Bahnen, Montreux-Oberalbbahn und so weiter. Also wir haben Locken gebaut und mit einer grossen Fertigungstiefe und viel schweizerische Industriegeschichte drin, oder? Vom Untergestell über den Lackkasten, der von der SLM gekommen ist, bis zur Hochleistungselektronik, die in Thurgi produziert worden ist. Und dann am Schluss die Montage. Du hast also gesehen, wie eine Lok entsteht, oder? Und wie sie am Schluss aufs Testgleis ist. Und die Fertigungstiefe, die ist natürlich spannend. Und wenn ich am Bahnhof gestanden bin, am Morgen, wenn ich arbeite, habe ich das Produkt gesehen, einfahren, ich habe die erkannt an der Seriennummer, an welchen, dass ich gearbeitet habe. Und das hat natürlich eine sehr hohe Identifikation gegeben, auch im Bahnland Schweiz, dass man das hat man ein Herzstück von Industriegeschichte rausgerissen mit dem, dass man dem Entscheid, wo man gesagt hat, wir möchten die Kapazitäten vernichten, oder? Also sprich, unsere Fabriken schließen. Der Schwung und der Rückhalt, den wir gespürt haben in der Öffentlichkeit, in der Bevölkerung, aber auch in der Politik, haben wir auch genutzt und haben gefeitet und haben den Prozess herauszögern können. Letztlich
war ja nicht zu aufzuhalten. Ich habe am Schluss zusammen mit einem anderen Mitarbeiter noch mit dem Besen in der Fabrikationshalle den Boden gewischt. Und das hat mir wirklich wehgetan. Es war aber für mich auch ein Lehrstück gewesen. Was kann passieren, wenn man nur noch auf Gewinn schaut, nur noch auf Gewinnmaximierung schaut? Weil wir hatten Märkte, wir hatten gute Produkte, wir hatten einfach zu wenig Gewinn, wie man damals das Gefühl hatte. Ja, oder hängt es das damit zusammen, dass die Entscheidungsträger nicht mehr in der Schweiz waren? Natürlich auch. Auch das, oder? Also, das hat ja alles mitgespielt, oder? Die Entscheidungsträger waren nicht mehr in der Schweiz. Die Grossfusionen, die zu einer Globalisierung geführt haben und so halt Parallelfabriken in Deutschland, in der Schweiz, in Frankreich und so weiter. Und dass man natürlich auch die Belegschaft können, gegeneinander ausspielen konnte. Das waren ganz neue Dimensionen. Und das war eigentlich so das erste Beispiel, denke ich, von vielen weiteren, die dann gekommen sind. Und dann zeigt, wie kurzlebig das auch so eine Traditionsfirma und ihre Produkte plötzlich sein können. Und wieso das eben der Spruch von meinem Vater, da hast du eine Lebensstelle für die BBC, schon nach kurzer Zeit nicht gestimmt hat. Oder? Und das ist ja die heutige Realität in der Arbeitswelt in vielen Bereichen. Dass du auch sehr fest wechselt und verschiedene Berufe schlussendlich ausgegeben. Ja, ja, ja. Und ich bin natürlich nachher auch in das eingekommen. Ich habe dann auch nach dem Erlebnis bei Atrans habe ich mich noch beworben in Turgi im Bereich Leistungselektronik, den ich vorher ja verbaut habe, SMD-Technologie, also Bestückung von Printplatten. Das sind so die Käferli oder auf diesen grünen Platten, aber wo man kennt vom Computer oder wenn man mal ein Radio aufgetan haben. Also solche Leistungselektronik bestücken, bin dort Schichtleiter gsi, in einem Schichtbetrieb und mir hat das einfach gesundheitlich zugesetzt. Also Tag-Nacht-Schicht, der Wechsel. Ich habe mit dem Essen Mühe bekommen, mit dem sozialen Kontakt Mühe bekommen. Und auch mit dem Schlafen und habe dann nach einem Jahr gemerkt, das ist nicht gut für mich. Es ist auch so, die Schichtarbeit ist sehr belastend. Hoher Respekt vor allen, die das machen jeden Tag. Das ist sehr, sehr belastend. Unabhängig von der Arbeit selber, Schicht ist belastend. Und ich war dann in Kontakt mit den Gewerkschaften. Ich hatte dann ein Gespräch gehabt, dass man einen Industriesekretär sucht, der eben aus der eigenen Erlebniswelt aus der Industrie kennt und Situationen, wie das ist für die Arbeitnehmenden bei Restrukturierungen, wo aber auch, Fabrikhallen noch von innen kennt, oder? Und nicht nur aus der Theorie. Und dann habe ich angefangen als Gewerkschaftssekretär. Das ist so ein bisschen mein Weg war eigentlich vom Maschinenschlosser über die bewegte Zeit als Arbeiter in der Industrie und dann nach einem Gewerkschaftssekretär. Das war so ein bisschen der berufliche Weg. Während der Umbruchphase in der Industrie, den gut 20 Jahren, die ich miterlebt habe. Also du hast den Umbruch jetzt wirklich schön geschildert, wie du das hautnah erlebt hast. Ja. Die Veränderung, Globalisierungswelle, Computerisierung, Maschinierung. Als Gewerkschaftssekretär, wie ist denn das weitergegangen? Was hast du denn da für Umbrüche begleitet? Ja. Oder? Der Prozess ist ja eigentlich immer noch weitergegangen. Es ist ja eigentlich ein Prozess, der dort gestartet hat, zum Teil bis heute andauert, wenn ich jetzt an Talstom denke. Und ich habe so ein bisschen Perspektiven gewechselt. Ich war im gleichen Prozess, drin, aber in einer anderen Rolle. Vorher als Arbeitnehmender, dann als Gewerkschaftssekretär, wo die Arbeitnehmenden begleitet hat, unterstützt hat und natürlich auch vorher als Arbeitnehmender gegenüber den Chefen und als Gewerkschaftler dann gegenüber den Chefen als Verhandlungspartner. Also ich habe aktiv Restrukturierungen begleitet, Kämpfe für gute Sozialpläne. Ich habe mich eingesetzt, dass man genauer angeschaut hat, braucht es jetzt wirklich so viel Personalabbau, dass man Rücksicht genommen hat, wenn Personal betroffen war, das Familie hatte, zum Beispiel.
all so Sachen. Dort habe ich dann auch meinen ganzen Hintergrund, was ich selber erlebt habe aus der Industrie, habe ich natürlich eingebracht. Und ich habe dort auch den einen oder anderen Strauss ausgefochten mit Firmen im ganzen Kanton Aargau. Ich war zuständig für Aargau-Zürich-Industriebereich. Und im Rahmen der Sozialpartnerschaft, Gesamtarbeitsvertrag Maschinen- und Elektrometallindustrie, bin ich zuständig gewesen, aber auch bei Einzelarbeitsverträgen, wo wir, also so Firmenarbeitsverträgen, die wir hatten mit einzelnen Firmen. Und da hat es natürlich auch schwierige Momente gegeben. Also hier im Raum Baden, aber ich denke auch an das Wienertal, wo traditionelle Firmen restrukturiert worden sind. Und ich hatte manchmal die Leute im Büro. Oft ältere Männer, 50 plus, 20 Jahre, 30 Jahre im gleichen Betrieb, immer alles gegeben und dann haben sie Kündigung bekommen und für die ist eine Welt zusammengebrochen. Die haben manchmal gesprüht bei mir am Bürotisch und das war nicht immer so einfach gewesen. Oder auch, dann ist natürlich der Druck gekommen, ja, du musst jetzt halt, also von den Vermittlungsämtern und so weiter, du musst jetzt halt qualifizieren und so und super Lebenslauf machen und so. Aber es ist ja nicht so einfach, wenn man so einen Hintergrund hat. Oft sind das auch Migrantinnen und Migranten gewesen, die ohne Berufslehre, die super Bücher gemacht haben, aber einfach das so, was sie gemacht haben, die letzten 20 Jahre nicht mehr gefragt war. Und das ist oft nachgegangen. Ich glaube, was du erzählst, die Restrukturierung, das ist etwas, wo 90er Jahre angefangen hat, ganz stark in den Nullerjahren weitergegangen ist und alle Bereiche betroffen hat. Oder kannst du sagen, gewisse Bereiche viel stärker, also gewisse Branchen stärker getroffen hat als andere? Im Aargau. Ja, der Aargau ist natürlich traditionell ein Industriekanton. Und in der Industrie ist wirklich sehr viel passiert. Eben, es wird zwar politisch immer noch bestritten, aber ich habe es selber erlebt. Es hat eine Deindustrialisierung eingesetzt, auch als im Folge der Globalisierung. Also es sind immer mehr Prozesse, Fabrikationsprozesse ausgelagert worden. In andere Länder. Natürlich ist Forschung und Entwicklung investiert worden. Natürlich hat es auch neue Arbeitsplätze gegeben, auch im Dienstleistungssektor. Aber die traditionellen industriellen Arbeitsplätze, die sind immer weniger geworden. Also jetzt gerade, wenn wir vorher von BBC, ABB geredet haben, wo ich in der Lehre bin, sind das über 20'000 Arbeitsplätze von dieser Firma allein im Raum Baden. Heute sind es glaube ich, noch knapp 6'000 schweizweit. Oder? Also oder damals von 22'000 sind es glaube ich schweizweit, so ist es gewesen. Und heute sind es noch knapp 6'000. Natürlich, es ist ausgelagert worden, es ist Neues entstanden. Aber die grosse Familie in einer Firma, wie man das kennt, die hat es nicht mehr gegeben. Und da sind auch Identitäten verloren gegangen und ganz viele Familienschicksale damit verknüpft. Und ich glaube, das ist wirklich, es hat auch einen anderen Bereich. Also Landwirtschaft ist sicher auch ein Sektor, der ständig sich wandelt. Aber im Industriekanton Aargau ist wahrscheinlich das schon der grösste Wandel, was passiert ist die letzten 30 Jahre, ist der industrielle Wandel. Hast du das Gefühl, Restrukturierungen begleiten, dass das etwas nicht nur, also das sind Vorstellungen, wie tut man die Leute entlassen, also wie kann man umgehen mit Menschen, mit den Arbeitskräften, haben die ein Management oder haben die mit Management zu tun, mehr zu tun als mit Patron? Oder ist da ein Unterschied? Wie man das ist ein grosser Unterschied. Also ich habe mit beiden zu tun in meiner Arbeitswelt. Ich habe ja das geschildert mit der Atrans. Das waren so Manager und wir haben so den Eindruck gehabt, die behandeln uns wie Kostenstellen mit Toren. Also wirklich, du hast auch gespürt, oder? Die Manager sind von weit her gekommen, die haben Menschen nicht kennt vor Ort. Wir haben auch den Eindruck gehabt, sie kennen nicht mal das Produkt genau vor Ort, aber sie kennen die Buchhaltung. Oder? Und dann kommst du dir vor wie eine Kostenstelle.
bei einem Patron. Also ich möchte mich erinnern, als Gewerkschaftssekretär, ich habe dann auch mit dem einen oder anderen KMU-Betrieb im industriellen Bereich zu tun gehabt, wo Patron geführt sind oder Familien geführt sind, zum Teil bis heute übrigens, gibt es immer noch. Und dort merkt man natürlich, ist eine andere Identifikation mit dem Standort, mit dem Produkt, mit dem Menschen. Es gibt auch eine Beziehung zum Standort, zum Produkt, zu den Menschen. Und Manager, die kommen oben nie, 2-3 Jahre dort und gehen wieder, ziehen wieder weiter. Also so haben wir es erlebt, oder? Und da hat nicht die gleiche Tiefe. Und das sind auch Manager, die schauen, wo kann ich es am günstigsten machen. Und nicht, was für eine Geschichte hat der Standort, oder? Und ein Patron hat eine Verbundenheit mit dem Standort, mit den Menschen, die dazugehören, weiss auch, wo und mit wem das Geld verdient hat. Das sind schon grosse Unterschiede. Hat man das auch gespürt in den Verhandlungen? Ja, das hat man gespürt in den Verhandlungen. Wenn ich einen Sozialplan mit einem Patron verhandelt habe, dann habe ich auch gewusst, wenn wir uns einigen können in einem Punkt, dann gilt das. Wenn ich einem Manager gegenüber gesessen bin, war das sehr schwierig. Also manchmal hatte ich sogar den Eindruck, ich habe jetzt von der Gewerkschaftsseite her mehr Verhandlungsspielraum wie das mir gegenüber. Und du hast um den Brei herum geredet, bist nicht wirklich vorwärts gekommen. Wenn es sobald materiell geworden ist, hat das wieder müssen konsolidiert werden und so weiter. Oder es ist von vorher weg einfach ein Budgetbetrag für die Restrukturierung festgestanden. Und dann hast du nur noch darüber diskutieren, ob da oder dort ein bisschen mehr oder weniger. Oder? Und bei einer patrongeführten, familiengeführten Firma ist das schon noch etwas anders. Ich mache noch gerne ein Sprung zurück wieder. Man merkt jetzt, mit dem Gewerkschaftsengagement ist das natürlich, da ist man schon richtig in der Politik drin, aber es hat schon vorher angefangen, dieses Interesse, das vom Elternhaus genährt. Wie bist denn du so in das Engagement reingekommen, das politische Engagement? Oder? Also ich bin als Kind von den 80er Jahren und die Jugendbewegung hat mich geprägt. Damals noch ein bisschen als Mitläufer, bin noch ein bisschen zu klein, noch ein bisschen zu jung gewesen, um da schon vorher mitzumachen. Aber ich habe das natürlich aktiv verfolgt. Meine ersten Demos waren in Zürich gewesen, in der Stadt. Wenn auch mit Mitläufern, also nein. Aber es politisiert natürlich. Und ich habe dann eben verknüpft auch mit der Arbeitswelt, die ich erlebt habe, bin ich in der Gewerkschaftsjugend schon in jungen Jahren. Bin während der Lehre schon der Gewerkschaftsbeitreten. Und wir haben dann angefangen, so Fragen interessieren, eben gesellschaftspolitische Fragen, soziale Fragen, Umweltfragen, Energiefragen. Und auch, was läuft in der Welt draussen, oder? Also in dieser Zeit, als ich mich engagiere, war Nelson Mandela noch in Südafrika im Gefängnis, weil man dort ein Apartheid-Regime noch hatte. Oder? Kann man heute sich ja auch nicht mehr vorstellen, Gott sei Dank. Das sind Sachen, die mich interessiert haben, die Ungerechtigkeiten, die ich gesehen habe und mich engagieren wollte. Und so bin ich dann auch zur Politik gekommen. Und ich habe dann angefangen, interessanterweise, hier in Obersiegenthal, bei den Dorfgrünen, Lebigs Obersiegenthal haben die geheissen, die gibt es heute nicht mehr. Also in diesem Umfeld bin ich an Sitzungen und habe mich mit Fragen auseinandergesetzt. Das waren vor allem Umweltfragen gewesen. Später, wo dann eben so die globalen Fragen dazugekommen sind, wie Rassismus, Anti-Apartheid, soziale Gerechtigkeit, via Gewerkschaftsbewegung bin ich dann auch in die SP gekommen. Und hat dann eigentlich schon früher kandidiert für das Amt. Das war 1989. Da habe ich das erste Mal für den Grossen Rat vom Kanton Aargau kandidiert, so als Jungsporn. Und hat dann auch im 1991 tatsächlich nachrutschen durch einen Rücktritt im Grossen Rat. Also ich bin dort weit vorgekommen bei meiner ersten Kandidatur und durfte dann nachrutschen im 1991. Und bin dort mal der jüngste Grossrat vom Kanton Aargau. Ja, ganz gut.
Und wo hast, für was hast du dich dort im Grossrat gerade am liebsten und am meisten engagiert? Was waren so Themen, die dir in der Luft gelegen sind oder im Kanton Aargau zum Anpacken? Also ich habe mich dort eingesetzt für eine Kampagne gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Übrigens erfolgreich. Die Kampagne ist am Schluss auch durchgeführt worden im Kanton Aargau. Ich habe mich dort schon eingesetzt für gewerkschaftspolitische Anliegen, also gute Anstellungsbedingungen. Und ich habe mich dort schon eingesetzt in Umweltfragen. Das sind eigentlich von Anfang an so, also Umwelt- und Energiefragen sind von Anfang an so meine Engagements gewesen, auch schon als junger Grossrat. Wenn du hast bei der ABB geschafft, also im Energiebereich, und von dort her auch ein grosses Verständnis, oder hat man dort nicht eher auch eine Prägung für den Atomstrom oder die Kernkraftwerke, die Euphorie im Kanton Aargau? Also ich habe natürlich mit einem technischen Beruf gelernt und mich darum auch für Technik interessiert. Und bin auch eben offen gewesen, Richtung Elektromechanik, habe den Rundfunksender gebaut und so weiter. Also das war eine Welt, die ich spannend gefunden habe. Aber ich habe auch schnell gemerkt, in dieser Zeit, oder, hat es auch so die ersten Entwicklungen gegeben von Universitäten, Hochschulen und so weiter mit so Solarauto, also noch sehr improvisiert. Es hat auch so Challenge gegeben mit Solarrennen durch die Schweiz und so. Und ich habe vor allem die neuen Chancen gesehen. Weil dort mal, wer es wollte wissen, hat dort schon gewusst, dass Atomkraft gefährlich ist, dass der Uranabbau nicht unproblematisch ist und dass es ein Endlagerproblem gibt. Das hat man eigentlich schon vor 30 Jahren gewusst, oder? Wenn man genau angeschaut hat. Und das hat mir dort schon nicht gut gedünkt. Und ich bin eher dort schon eigentlich in die Richtung gegangen, wir müssen offen sein für die neuen Innovationen, neue Technologien, erneuerbare Energien. Und die ABB ist ja, oder die BBC dort mal noch stark in diesem Bereich verknüpft gewesen, hat dann aber den Turnaround auch geschafft. Also hat sich dann mittelfristig können lösen von diesen Märkten und ist heute ein Player, der auch im Bereich erneuerbare Energien spannende Produkte anbietet. Kannst du noch etwas dazu sagen, was das genau bedeutet? Ja, also gerade ja, wenn wir jetzt vom Lockibau geredet haben, die ABB hat ein System entwickelt, das zum Rekuperieren bei den Loks. Also das heisst, dass man die Bremsenergie, Strom zurückgewinnt und man so wenig Energie braucht. Oder? Das ist wichtig, das ist umweltrelevant, oder, solche Technologien. Die ABB hat dann später auch Wechselrichter gebaut für Solaranlagen und so weiter. Sie hat für Hochspannungsleitungen hat sie gebaut mit weniger Energieverlust, hat neue Schalter entwickelt und so. Das ist schon auch etwas gegangen. Also man kann sagen, die ABB im Bereich Haustechnik mit Steuerungen, intelligente Haustechnik, hat heute Produkte auf dem Markt, die umweltrelevant sind. Das freut mich auch. Du bist ja, woher kommt auch dein Engagement im Bereich Energiebereich, Grüne, also Umweltbereich, verstehe ich jetzt, dass das eigentlich immer schon dein Leben bewegt und geprägt hat. Woher kommt denn, dass du da dich gegen den Bözberg oder den Atommüll im Bözberg engagierst? Wie kommt denn das zustande? Also ich tue mich für den Bözberg engagieren und gegen das Atommülllager. Als ich das erste Mal von dem gehört habe, das war vor etwa 10, 11 Jahren, war der Bözberg das erste Mal im Fokus gekommen für ein mögliches Atommülllager. Da habe ich gerade die Linde von Linn vor mir gesehen. Also, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber früher ist man im Kinski oder in der Unterstufe irgendwann mal eine Schulreise gemacht zu der Linde von Linn. Oder man hat vielleicht einmal einen Familienausflug gemacht zu der Linde von Linn. Ist ja eine wunderschöne Gegend, auch mit dem Sagimüllitäli hinten und so, für einen Spaziergang super. Und die Linde, die 850 Jahre oder noch älter ist, mit dem riesigen Stamm und die Geschichte, die Linde prägt, auf dem Hocker oben bei Linn, das hat mich fasziniert als Bub schon. Und
ich finde auch die Gegend, den Bözberg, auch als Naherholungsraum, wunderschön, wunderschöne Gegend. Und das war das Erste, wo mir der Kopf nicht unter der Linde von Linn und dieser Gegend, das Atommülllager. Das Zweite, ich habe als Bub, früher habe ich gefischt, bis wir die Fische irgendwann Leid haben, das mache ich heute nicht mehr. Ich, also finde Fische eine schöne Sache, man ist in der Natur draussen, am Fluss und so weiter, aber ich kann keinen Fisch töten. darum habe ich es das eingelassen. Aber es ist klar, ich habe den Wasserreichtum kennengelernt vom Kanton Aargau. Das Wasserschloss von der Schweiz ist im Kanton Aargau. Und der Bözberg selber ist ein sehr wasserreicher Kanton. Sehr ein wasserreicher Berg. Hat ja dort auch einen Wasserfall im Sagenmühltäli. Eigentlich alle, die hier in der Gegend aufgewachsen sind, oder? Wir haben ja da auch die aufsteigenden Tiefen. Gewässer, die mineralisierten im Baden, in Schinsnach, in Zurzach, also die Thermalbäder, wissen, wie wir das zentrales Wassergebiet sind. Oder? Und das war das Zweite, wo mir gerade klar war. Also, das ist ja auch von der Geologie her eine schwierige Geschichte. Du kannst doch nicht im wasserreichsten Gebiet ein Atommülllager machen, oder? Wenn da mal etwas passiert. Oder? Das waren so meine ersten Gedanken gewesen. Und darum war für mich eigentlich klar gewesen, dass ich mich engagieren werde gegen so ein Tiefenlager im Bözberg. Mittlerweile habe ich mich näher mit der Geologie auseinandergesetzt und bin da auch sattelfester und weiss heute auch, dass das tatsächlich keine gute Idee ist und auch verschiedene Geologen das stützen, dass man das dort nicht machen sollte. Also das hat sich eigentlich bestätigt, das erste Bauchgefühl, das zu diesem Engagement geführt hat. Ja, es passiert viel im Energiekanton Aargau, das ist wahr. Du bist aber auch noch mehr tätig im Umweltbereich, du bist in der Umweltarena. Ja, richtig. Das haben wir auch noch im Aargau. Richtig. Nachdem ich als Gewerkschaftssekretär tätig war, einige Jahre, habe ich dann gewechselt in die Umweltarena. Wir haben ja immer die Themen, die sozialen Themen beschäftigt, aber auch die Umwelt- und Energiethemen. Und die Umweltarena, die ist 2012 schon die eröffnet worden, als ich von diesem Projekt gehört habe. Die Idee, dass man ein Haus baut, wo Firmen, die umweltrelevante Lösungen oder Produkte haben, sich präsentieren mit denen. Und dass man eigentlich in diesem Haus innen das sieht, was heute schon alles möglich ist. Zum Ressourcenschonen, zum sich umweltrelevanten Verhalten und eben zukunftsorientiert das Bewusstsein schaffen. Wir haben nur einen Planet und keinen zweiten in Reserve. Und mit diesen Ressourcen müssen wir sorgsam umgehen, dass auch die nächsten Generationen etwas davon haben. Das hat mich fasziniert, die Idee von diesem Haus. Und darum habe ich dort zuerst als Freelancer mitgemacht. So neben dem, dass ich schon, als ich noch in der Gewerkschaft gearbeitet habe, und politisch tätig war, habe ich als Drittjob am Wochenende nämlich dort Führungen gemacht. Und dann bin ich mal angefragt worden, ob ich Interesse hätte für ein festes Engagement als Projektleiter Ausstellungen. Und da habe ich dann einen Schritt gewagt und gesagt, mal, mach jetzt wieder etwas ganz Neues, Spannendes. Auch dort habe ich natürlich mit neuen Innovationen zu tun, mit spannenden Menschen zu tun, mit interessanten Produkten. Und das finde ich eine tolle Arbeit. Also ich bin neben dem, dass ich Projektleiter bin, Ausstellungen, bin ich auch verantwortlich für Besucherinformationen, also die Guides, die eben die Führungen machen, den Empfang machen, mit den Leuten reden, ihnen Sachen erklären. Und ich finde das sehr eine dankbare und gute Aufgabe. Und das ist jetzt halt nach dem sozialen Engagement ist jetzt mehr das Energie- und Umweltengagement im Vordergrund momentan.